herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Rüscher Making-of. Man sieht es mir gerade vermutlich schon an, ich bin endfertig, ich komme gerade direkt aus der Nachtschicht nach Hause. Jetzt hole ich noch im Anschluss gleich die zwei Mädels ab, mache noch kurz Frühstück für die beiden und dann drehen wir die Rüscher-Lieferung für den Hackerkeller, quasi den Rüscher-Notdienst. Viel Spaß dabei, ich nehme euch mal mit. So, wir sind jetzt an der Startszene, wo alles beginnt. Wir werden jetzt gleich die Location aufbauen, sprich den Tisch und den Rüscher-Notdienst. Mal schauen, wie es wird. Wir haben jetzt Matt dabei. Lass mal erstmal gut gehen. Ja, das muss uns gut gehen. Hast du die Axt auch dabei? Was? Die Axt? Die Axt? Da war eine Axt dabei. Wo? Oh. Ich hätte lieber meine Tische schlüpfen. Achso. Ja, dann. Ja, läuft. Wir waren gerade bei einem daheim, der hat auf eine Story von der Trudel reagiert. Die hat so ein Ding halt reingestellt mit Rüscher Notdienst. Mhm. Und der hat gesagt, ja, ich brauche auch einen Rüscher, jetzt sind wir zu dem gefahren. Und auf jeden Fall hat er uns jetzt eingeladen, eine Stunde bei dem Shisha zu machen. Jetzt hat er nach, oder was? Ja, der geile Typ. So, wir sind jetzt gerade beim Subi, machen eine kurze Pause, weil die Mädels wieder einen Sekt brauchen. Mal schauen, wie lange das dauert. Also, jetzt haben wir alles. Auf meinen nachher. Ja, halt mal in die Kamera, die läuft gerade. Hallo! Werbefreundlichkeit, perfekt. Ich hab gar nichts gemacht. So, Dala, wir waren jetzt noch bei Manu auf einer Shisha, der hat uns nochmal eingeladen. War echt mega entspannt. Ja. Die Trudel macht jetzt noch die Abmoderation und dann war's das von unserer Seite. Nee, auf jeden Fall, es war ein mega cooler Tag und ein Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. An Flori vor allem, der uns schön mit Rüscherl versorgt hat. An die Shisha auf jeden Fall. Und das war top. Das war einfach ein Hammertag heute. Das war mega ein Hammertag, ja. Also wirklich toll. Zwei Stück schaffen und einiges schade, dass es davor nicht. Ja, jetzt haben wir langsam einen schönen Sonnenuntergang. Das war ein cooler Tag auf jeden Fall. Also Leute, haut's rein! Ich bin gerade am Zusammenschneiden von dem Video und ich muss einfach nochmal ein riesengroßes Danke an die Mädels da lassen. Es hat so Bock gemacht mit euch und ihr wart so unkompliziert. Einfach übelst der geile Tag. Vielen Dank dafür nochmal. Und auch ein großes Danke, dass ihr bis hierhin mitgeschaut habt. Und jetzt sprengt doch endlich diesen Abonnieren-Button da unten. Kostet nichts, tut nicht weh und ihr tut mir echt einen riesen Gefallen damit. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das kommt nicht in den Vlog.